Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Sanctuary. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute und damit herzlich willkommen zurück bei mir, dem Shining, zu Monster Sanctuary. Ja, heute haben wir Monsterraupen vor uns. Und ich würde lieben gern den hier mal ausprobieren. Vor allen Dingen, weil die offenbar eine Feuerschwäche haben. Ups. Das lief ein bisschen anders als gedacht. Na gut, dann kann er auch erst einmal kurz Macht einsetzen. Weil ich brauche den lieben Sunny. Los geht's. Wir machen einfach einen Schnitt in sie rein. Arcana Blitz, das tut so weh. So, verleihen wir dem ganzen Team noch mal Regeneration. Dann heilen wir uns auch noch nebenbei. Luftsicher, die haben eine Wasserschwäche. Habe ich überhaupt irgendein Wasserviech? Die anderen bringen mir nichts. Mein, werde ich winnen. So, Sunny hat Eishagel, damit können wir ihn angreifen. Autschen. Oh nein, wir brennen. Zwei von unseren Leuten brennen. So, zuerst Federsturm, um ihn wegzumachen. So, einer weniger. Eishagel. Ja, dann mache ich lieber eine Kombination aus Krallen und Schnitt. Dann heile ich wenigstens den Wolf noch mit. Dieses ätzende Feuer. Oh, er blutet. So, Federsturm natürlich. Und dann setzen wir noch mit den Krallen rein. Und ich hoffe, dass das Feuer nach dem Kampf weg ist. Und wir haben ein paar Level-Ups. So, Sporen. Was machen wir denn bei dir hoch? Brennendes Verlangen. Oh, ein Schild wäre eigentlich ganz schön. Machen wir aber, dass mal die ganze Gruppe mehr Schaden macht, wenn er draußen ist. Ich habe keine Ahnung, was der Buff macht. Das erhöht die Crit-Chance. Okay. Hier, machen wir, dass wir Frost hinzufügen können bei unserem Eisangriff. Das klingt ganz nützlich. Ich nehme mal Sven hier wieder. Was kann die Katze eigentlich? Zerstört Wände und Ranken. Warte mal, den Sprung müsste man noch schaffen können. Vielleicht von hier? Nee, den Sprung schafft man nicht. Ich glaube, da oben wäre auch ehrlich gesagt nichts. So ein Crit-Ring. Ah, okay. Zwei Blobs und ein Katzkerkerer. Monster wählen. Das Team müsste ganz gut funktionieren. Luftsichel macht hier ganz gut Schaden. So. Auf jeden Fall machen wir unserem Team wieder Regeneration drauf.
Und mit ihm verstärken wir unsere Monster jetzt erstmal. Ah, das tut weh. Aua. Ich brauche ein Schild. So. Luftsichel! Go, Sunny! Ich habe bisher keinen Kampf gehabt, wo Sunny nicht mit dabei war, ne? So, weg mit dir. Das war schon mal einer. Die Luftsichel. Machen wir erstmal den hinteren weg. Weil der kann auch heilen. Der hat eine Windschwäche, soweit ich das sehe. Ich versuche die Katze anzuzünden. Ja, hat geklappt. Autsch. Die Luftsichel, oh nein. Aber ich hab die auch. Die Luft sich ja gerade Frost hinzugefügt, habe ich gerade gesehen. Ah, Bluten ist stapelbar sogar. Feuer aber nicht. Was macht mehr Schaden? Ah, ein Treffer noch, dann ist es weg. Krallen, go! Gewonnen. Ich denke mal, die Viecher kann man alle nur einmal kriegen. So, Rekino hat einen Punkt dazu gekriegt. Er kriegt jetzt erstmal noch seinen Säureregen. Die sollen alle ihre Fähigkeiten haben. Doch dann kamen die vier, frei von Süden und Gier. Sie hatten die innere Stimme gefunden und trafen das Reich ins Herz. Nach oben oder unten? So. Öffnen, Rauchbomben. Dann kann ich mich aus dem Kampf verdrücken. Da ist eine Kiste. Das habe ich prima geregelt. Da ist eine Hängebrücke. Was ist unten? Ich kann mich nicht ducken, ne? Also komme ich da nicht durch. 100G. Hier ist wieder so eine Katze. Na, könnten wir auch bekämpfen für die XP, ne? Die haben eine Blattschwäche. Yannick muss drin bleiben. Eigentlich habe ich gerade das perfekte Team gegen die. Macht, damit alle stärker sind. Das muss immer drauf. Das ist sogar sehr effektiv gegen die Spore. Eishagel ist gut gegen die Raupe. Ja, die Barriere. Ah, dieses scheiß Siegel. Ich denke mal wirklich nicht, dass das stapelbar ist. Erstmal Spore auf die Katze. Eishagel auf die Raupe. Die Raupe müsste ich diese Runde dann umbringen können. Da mache ich dann einfach die Attacke, die am wenigsten Mana verbraucht. Ja, die wäre dann schon mal weg. Krallen. Okay. Der Vogel macht halt legit hier gar keinen Schaden. Also kann ich ihn auch genauso gut wechseln.
So, Spore! Egal was ich mache, die Katze ist weg. Oh nein, Janni blutet. Wiederherstellen. Das ist teilweise so krank, wie stark die Attacken sind. Okay, versuchen wir ihn einzufrieren. Hat nicht so ganz geklappt. Vielleicht kann ich ihnen ja Schwäche geben. Ja, hat geklappt. Ja, dann kann ich mit ihm einfach die Krallen eben kurz machen. Dann habe ich mich noch ein bisschen. Nur 3 Sterne mal wieder. Aber 2 Level-Ups. Okay. Ah, okay, ein zufälliger Buff noch oben drauf, klingt ganz gut. So. Und Hoden hat all seine Attacken. Der hat einfach 5 Attacken drauf. Der gehört wahrscheinlich schon zu der stärkeren Art von Monster. Mich interessiert gerade, kann ich das kombinieren? Mit Hoden, mit Yannick, nee, kann ich nicht. Ob ich so einen Block machen kann und dann da noch was drauf. Hier brauche ich wahrscheinlich Feuer. Hat geklappt. Pandoras Büchse. Verleiht zu Kampfbeginn einen zufälligen Buff. Das Monster kann nach einem weiteren Buff der gleichen Art auf normalem Wege erhalten. Ja, das erhält unser bestes Monster, ne? Statt dem Diadem. Ist ja richtig krass. Yannick braucht ja eh alles, was irgendwie mit Mana-Regeneration zu tun hat. So, ein Sven. Ja, kann's behalten. So, Hoden hat da, glaube ich, noch keine Items, ne? Crit braucht er auf jeden Fall. Und mit Magie hat er eigentlich so gut wie gar nichts am Hut, also... Kann ich das letzte Ding hier Pall geben? Der hat was mit Magie zu tun. So, jetzt brauche ich einen mit Wasser. Weil das ist eindeutig eine Wassersäule. Was haben wir hier Schönes drin? 2 Tränke. Klingt ganz gut. Okay. Ich merke gerade auch, einmal besiegt sind die Monster nie wieder da. Kann ja bei jedem Spiel unterschiedlich sein. Ob die jetzt wiederkommen oder nicht. Deswegen mal sicherheitshalber gucken. Ich glaube, da hilft mir auch dein Flug nicht besonders. Da brauche ich irgendwas, das länger fliegt. Ich frage mich, ob man das auch ausbessern kann. Also diese... Basic-Fähigkeiten, die sie intus haben. Eine Muschel. Und eine Schleife. Aus dieser Wunde flossen Flüsse fort. Sie ließ Berge mächtig und kalt sich heben. Für alle Kreaturen war es der einzige Ort, um im Frieden zusammenzuleben. Ah, wieder eine Katze. Oh, Yetis! Nee, Yowies. Oh, ihr seht aus wie Yetis. Janin kann ich gerade tatsächlich überhaupt nicht gebrauchen. Nee, warte, Sven brauche ich gerade nicht. Dafür kann mir dann Hoden helfen. Ach nee, warte mal. Ich vergesse die ganze Zeit, wenn ich Monster wählen mache, dann suche ich ja aus und nicht, welche ich nicht wählen will. So, Eishagel. Ihr habt eine Feuerschwäche. Ich gebe aber trotzdem jeden erstmal Regeneration. Und Spore auf die Katze. Sobald die Katze tot ist, tausche ich Yannick.
ist denn das für ein Buff? Ist das sowas wie Magie hoch? Aktive Skills brauchen 20% weniger Mana. Oh, das ist ja eine richtig geile Technik. Mit Eishagel mache ich dir gerade am meisten. Ich mache mal Schnitt, dann bist du weg. So, und jetzt kann ich ihn austauschen. Gegen Palbanta. Pal freut sich sicher, wenn ich ihn erzähle, dass ich ihn zur Raupe gemacht habe. So, Feuerkrallen. Also klauen. Und jetzt gebe ich mir erstmal eine Barriere, weil ihr macht echt Schaden. Dann heile ich mich wenigstens auch und habe ein bisschen mehr Abwehr gegen euch. So, wir kriegen dann noch alle ein Schild. Klauen machen mehr. Ich kann jetzt hier leider nur einen Schnitt reinsemmeln. Diese Feuerklauen, die brauchen richtig viel Mana. Das sah richtig stark aus. Spektralflamme. Ich kann immer noch nur den Schnitt machen. Entzünden wir ihn erstmal. Wieso braucht er so viel Mana? Der hat ja eine richtig hohe Mana-Verbrauch. Ist ja nicht normal. Ja, ich habe ein Ei von dem. Ich will. Maxi. Schlicht und ergreifend Maxi. Team Rekino tausche ich aus mit Maxi. Du kriegst jetzt erstmal deine zwei Fähigkeiten. So, als nächstes hier lang. Hier ist ein Haus. Ist wahrscheinlich das Haus, was ich die ganze Zeit besuchen soll. Ne? Der alte Buran. Nanu, ein alter Freund. Hey Buran, lange nicht gesehen. Ich bringe dir eine neue Schülerin. Sie hat gerade ihre ersten Monster ausgebrütet. Ich dachte, du könntest ihr das eine oder andere beibringen. Du bist also der neue Spektralhüter, ja? Man nennt mich den alten Buran. Ich habe mein Lager am Ende des Hüterwegs aufgeschlagen, damit ich euch Grünschnäbeln in euren Pflichten als echte Monsterhüter unterweisen kann. Aber lass uns erst gegeneinander kämpfen, um zu sehen, ob du diese Titels wirklich bist. Okay, ich muss jetzt erstmal den alten Buran bekämpfen. Beobachte deinen Gegner sorgfältig. Manche sagen, das Ergebnis eines Kampfes stünde von vornherein fest. Ja, der hat nur Blobs, ne? Da ich diese Blobs selbst ausgezogen habe, sind sie stärker als die, die du bisher gesehen hast. Wie du siehst, ist ihr Level viel höher. Du kannst auch die Schwächen und Widerstände deiner Gegner sehen. Ja, sehe ich. Meine Blobs sind schwach gegenüber Windangriffen. Ja, habe ich gerade das perfekte Team gegen, ne? Erstmal Macht. Ich brauche Angriff. Die zur oberen rechten Ecke deines Bildschirms. Das ist der Kombozähler. Jede Aktion im Kampf beeinflusst den Kombozähler. Er erhöht sich je nachdem, wie oft du deinen Gegner triffst oder deine Verbündeten heilst oder buffst. Der Kombozähler erhöht den Schaden der darauffolgenden Angriffe. Nach jedem Zug wird er zurückgesetzt. Es ist also sinnvoll, erst deine schwachen, verteidigend starken oder unterstützende Monster einzusetzen und Aktionen mit mehreren Treffern auszuwählen. Ich würde den Schaden deiner offensiven Monster, die anschließend agieren, erhöhen. Ah, okay. Wenn ich jetzt Blattschnitzer zum Beispiel mache, dann würde mein Wolf stärker agieren. Auch nur bei Blattschnitzer Level 2.
Da wäre aber, glaube ich, Spore besser gewesen. Weil Spore macht ja auch nochmal, dass die weniger Verteidigung haben. Entschuldigung, dass es ein bisschen länger wird. Ich habe nicht vorausgesehen, dass das hier noch einen Kampf gibt. Okay, machen wir erst Spore und machen, dass der eine Schwäche drauf hat. Dann haue ich hier vorne mit einer Luftsichel drauf. Dann hat mein stärkstes Monster nämlich leichtes Spiel mit dem. Und jetzt kann ich mit Spore das auch nochmal da hinten machen, dass beide den Debuff haben. Okay. Dann machen wir als nächstes Federsturm. Der hinten, der würde mehr abkriegen. Deswegen nehmen wir ihn. Und mit ein bisschen Glück haut ihn Luft sich jetzt aus den Socken. Nee, da muss noch irgendwas hinterher. Okay. Dann mache ich einfach Blattschnitzer. Der macht ja eh kaum Schaden. Jetzt kann ich hier den Federsturm reinsemmeln. Das macht aber nur 25 des Schadens. Aber dafür würde der Kombozähler halt höher gehen, ne? So, Luftsichel, geh bitte kaputt. Danke. Wir haben Kupfer erhalten. Und ein paar Level-Ups. Nicht übel, gar nicht mal übel. Du bist den Hüter weggegangen und du hast meine Monster besiegt. Um aber ein richtiger Monsterhüter zu werden, musst du noch eine weitere Prüfung bestehen. Junger Hüter, die nächste Prüfung wird eine weit größere Herausforderung. Du solltest dich erst darauf vorbereiten. Wenn deine Monster noch Skillpunkte übrig haben, verteile sie jetzt mit Bedacht. Ja Leute, das machen wir aber beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, dann lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.